Deutscher Meister 2019, Robin Goyke, David Gamm. Lass uns mal an diesem überwältigenden Gefühl teilhaben. Ja, es ist ein schönes Gefühl. Wir haben jetzt das erste Rennen auf der Seniorenebene gewonnen, auf der Heimbahn. Das ist schon mal sehr cool. Gibt uns natürlich auch ein gutes Gefühl für die WM nächstes Jahr und natürlich auch auf den Weltcup. Aber wir wissen immer noch, was wir zu tun haben. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Aber es ist erstmal ein schöner Schritt. Wie sieht es denn bei dir aus, David? Ja, also wir hatten jetzt die ganze Zeit die Vorbereitung schon auf die Weltcups und ich sag mal, jetzt die deutsche Meisterschaft am Schluss war eben nochmal das Finale, sag ich so. War nochmal ein guter Abschluss für uns auch, endlich mal auch die anderen zu schlagen. Und das eben hier zu Hause ist natürlich schön vor Fans und Freunden. Und natürlich mit Hinblick auf die WM im Januar stimmt uns das auch ganz gut. Ihr habt ja den Doppel-Olympiasieger, den Doppelsitzer geschlagen, Tobias Wendel, Tobias Alt. Es heißt ja immer, ihr müsst näher ranrücken. Wie weit seid ihr rangerückt? Zumal vom Ergebnis her. Ja, heute für die zwei Läufe waren wir mal vorbeigerückt. Aber wir wissen auch, das kann jeden Tag wieder anders aussehen. Wir hatten super Bedingungen, wir haben zwei schöne Läufe gehabt. Aber ja, wie gesagt, ne, wir haben noch was vor uns, wir haben noch was zu tun. Die Tobis genauso. Ich denke, dass wir zu den Weltcups auf jeden Fall, dass es da wieder enger wird und spätestens zur WM halt alle ihr bestes Zeug auspacken und jeder dann halt sein Bestes abrufen muss. Wenn man mal die beiden Läufe analysiert, was war das bemerkenswert an beiden Läufen? Naja, heute war es nochmal ein bisschen anders, auch von den Eisbedingungen. Es ist nochmal heute Nacht ein bisschen kälter geworden, wodurch das Eis ein bisschen härter wurde und wir empfunden haben, dass es ein bisschen rutschiger war. Deshalb gab es insgesamt auch bei den Herren und Damen ein bisschen mehr Ausfälle, aber ansonsten sind wir zweimal gut gestartet und zweimal sauber gefahren oder solide gefahren und das hat eben dann gereicht für den deutschen Meister. Kann man das denn sagen, das war jetzt möglicherweise schon mal eine richtige Ansage von euch beiden. Ihr seid auf dem Weg der Emanzipation, ein gewaltiges Stück nach vorn gerückt, Rufzeichen, Fragezeichen? Ja, wir haben ja uns die letzten zwei Jahre doch relativ gut in der Weltspitze etablieren können. Hin und wieder mal an den beiden Tobis und an Toni und Sascha gekratzt. Wir wissen weiterhin, dass die immer noch die weltbesten Doppel sind, wo sowohl am Start, beim Schlitten auch als auch beim Fahren. Und wir müssen weiter hart arbeiten. Und ich denke, das gibt uns Auftrieb jetzt, das Rennen, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass wir immer noch einen weiten Weg zu gehen haben. Wie geht es denn jetzt weiter, David? Am Dienstag fahren wir weiter nach Innsbruck zum ersten Weltcup, wo dann am Samstag und Sonntag die Rennen stattfinden und danach geht es dann nach Amerika für drei Weltcups und dann sind wir Weihnachten wieder hier zu Hause in Winterberg. Noch einmal ein Blick, nicht zurück, sondern nach vorn. Am 25. Januar ist, glaube ich, der Doppelsitzer. Der am 26. Januar ist der Doppelsitzer. Blenden wir mal die Zeit ein bisschen nach vorne. Was könnte hier passieren? Ja, alles kann passieren. Das ist ein Tag, das sind zwei Läufe. Rodeln ist eine Rennsportart, wo es wirklich um Perfektion geht und gerade hier, die Bahn ist jetzt nicht die technisch anspruchsvollste, aber es ist halt sehr schwer, hier schnell zu sein und die hat auch so ihre Tücken und ich sag mal, wenn wir daran denken, was in Innsbruck war mit Deutschland 1, 2, 3 im Doppel, wenn es so ist, sind wir glaube ich auch wieder mega happy und welche Medaille dann rauskommt, das entscheidet dann immer noch der Tag dann. Ja, dann wünschen wir euch beiden alles Gute, David. Ich meine jetzt in Eagles, beim ersten Weltcup könnte ja auch noch was möglich sein für euch beiden. Ja, auf jeden Fall, aber ich sag mal, der erste Weltcup ist erstmal immer so eine Momentaufnahme, wo man gucken kann, wo steht man, auch international, da hatten wir jetzt gar keinen Kontakt zu den anderen Ländern, wie man da steht und dann sieht man natürlich, wie man sich einordnen kann. Ja, dann noch einmal herzlichen Glückwunsch und alles Gute, wir sehen uns spätestens bei der Heim-WM 2019 wieder. Genau, vielen Dank. Dankeschön.